Freunde des gepflegten Diesel-Sounds werden heute mal wieder auf ihre Kosten kommen. Die Rätselfrage, welche der beiden Loks heute wohl im Fokus stehen wird, könnte sich mit diesem kleinen Bild bzw. dieser Einstellung direkt geklärt haben. Eine der beiden Loks ist schon noch vorgestellt worden, die andere ist brandneu. Sozusagen brandneu, eine der beiden letzten, die hier in meinem Fuhrpark Zugang gehabt hat. Aber ich wollte erstmal dieses Diesel-Duo mit ihrem Sound als Einleitung erklären. Und dann folgt gleich die genauere Vorstellung der Lok, die hier vorne steht. Das ist jetzt alles hier eine Handaufnahme. Ich lasse jetzt mal die Kamera auf die Platte herab. Das ist die neue Rippe V100, die vor einigen Wochen ausgeliefert wurde. Was mich an dieser Lok vor allen Dingen interessiert hat, war der viel gelobte Leolab-Sound. Da wollte ich doch mal schauen, was der hier so hergibt. Ob jetzt hier schon aufgefallen ist, wie weit er sich von dem der anderen V100 unterscheidet, kann ich jetzt nicht sagen. Mein Fazit kommt dann erst zum Schluss. Es wird auch einen Fahrtest geben, das ist klar. Ich werde ein paar neue Waggons vorstellen und dann darf die V100 als erste Lok eine erste Probefahrt durch meinen neu erstellten Arkadenbogen oder meine Arkadengalerie unternehmen, auch wenn die noch lange nicht fertig ist, aber es wird trotzdem die erste Fahrt durch diese neue Runde sein. Nach diesem ersten klangvollen Eindruck lassen wir jetzt mal die Rokolok stumm fahren. Das soll für den ersten Eindruck genug gewesen sein. Manche meinen, diese Lok hätte einen viel zu lauten Motorsound. Zum Vergleich folgt jetzt sofort die stumme Fahrt der Brava Lok. Ich wechsle nur eben die beiden Loks. Das ist jetzt die Brava Lok. Auch nur eine kurze Strecke. Es war aber auch hier zu hören, es gibt auch hier ein Motorgeräusch. Das ist sogar ein klein wenig lauter, würde ich sagen. Schalten wir aber den Fahrsound zu, fällt es fast gar nicht mehr auf. Da mag man sich jetzt drüber beschweren, dass beide Loks nicht völlig oder deutlich leiser fahren, aber überlaut, würde ich sagen, war das nicht. Für die Lichtfunktion habe ich nochmal beide Loks hier nebeneinander gestellt. Ich betätige jetzt erst bei der ersten Lok den Lichtwechsel. Das ist dann die Rokolok, die steht auf dem Inneren der beiden Gleise. Und dann schauen wir uns an, wie die Brava Lok den Lichtwechsel vornimmt. Alles Weitere wird sich dann gleich erübrigen, denke ich. Also die Rokolok Lichtwechsel. Die Brava Lok. Vice versa. Viel sagen muss ich glaube ich nicht. Den Lichtwechsel bei der Rokolok finde ich nicht so gelungen, dass das rote Licht noch so lange zu sehen ist.
Ob man nun von Rot auf Weiß oder von Weiß auf Rot wechselt, spielt hier keine Rolle. Das ist definitiv nicht so gelungen. Der große Pluspunkt dieser Rokulok ist ganz gewiss ihr Preis. Für etwas unter 200 Euro kann man diese Lok in der AC-Ausführung mit Sound erhalten. Die Gleichstromausführung mit Sound müsste das gleiche kosten. Dafür darf man dann aber auch die Aufstiege zu den Rangierumläufen, die Aufstiege zu den Fahrerständen, die Halterungsstangen an der Fahrertür sowie alle vier Scheibenwischer selbst einstecken und dann oben auch noch in den Schornstein was hineinstecken, sowohl den Hilfsrauchstein hier vorne ja, auch noch aufstecken über diesen schwarzen Knubbel, den man da sieht. Das ist teilweise gar nicht so einfach, da kann einem das eine oder andere schon mal weghüpfen und dann braucht man direkt, wenn man es vollständig einrüsten möchte, den nächsten Zurüstbeutel. Da habe ich jetzt keine Ahnung, was der kosten wird oder würde. Also da kann man dann vielleicht schon noch ein paar Euro mehr berappen und dann ist alles dran. Da muss aber auch jeder für sich selbst wissen, wie herausfordernd das für einen ist, wie gern man sowas eben auch macht, um dann auch den einen oder anderen Zehner vielleicht zu sparen. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, kommt auch nicht ganz so gut rüber. Den Fahrsound haben wir jetzt gerade schon mithören können, den werden wir uns aber auch gleich nochmal anhören. Wir gehen jetzt mal in die einzelnen Soundfunktionen rein und schauen mal, was die Lok so bringt. Wir beginnen mit dem Horn auf F2, das ist kurz. Auf F3 ist es lang. Da entscheiden wir mit dem Ein- und Ausschalten der entsprechenden Taste auf der Steuerung, wie lang sie dauern wird. Der Schaffnerpfiff. Ist jetzt nicht so akzentuiert, kommt nicht so deutlich rüber, würde ich mal sagen. Auch nicht ganz so schön. Das Kupplungsgeräusch. Dann haben wir unter... Moment, das muss ich mal eben schauen. Was ist denn das jetzt hier? F7, das Kurvenquietschen. Das hören wir auch gleich bei der Fahrt, falls ich zuschalte. Dann die Glocke. Auf 9 der Kompressor. Auf 10 der Leerlauf, nur mit F1 und in Fahrt auf F11 ein Fernlicht. Ich schaue mal, ob wir das jetzt so gut sehen können. Es ist eingeschaltet. Es ist ausgeschaltet. Ich verrücke die Kamera mal eben ein bisschen, in der Hoffnung, dass wir das noch besser reinbekommen. Nochmal. Es ist eingeschaltet. Es ist ausgeschaltet. Ohne Kamera, also mit dem realen Blick, fällt es doch etwas heller auf, als es jetzt hier in der Kamera, glaube ich, zu sehen war. F12 ist die Lichtunterdrückung, Führerstand 2. F13 dann in 1. Das können wir uns ja mal angucken. Aus und wieder an. Also je nachdem, wo die Waggons dranhängen. Mit F14 kann man alles lautlos schalten, mit F15 ertönt der Hilfsdiesel. Man kann die Tür auf und zuschlagen lassen.
Dann hat man auch eine Webasto-Heizung, die man quasi laufen lassen kann. Und der Lüfter mit dem Lüftergeräusch. Zum Vergleich, beide Geräusche, die ich gerade angesprochen hatte. Erstmal der Pfiff bei der Bravalok. Ich denke, doch besser zu hören. Das Türenschlagen würde ich auch noch. Nein, den Lüfter. Lüfter, das ist definitiv hier wieder ein deutlicher Unterschied. Also so gesehen würde ich sagen, gibt es auch im Klang bei diesem Leolab Decoder ein paar kleine Abstriche. Also der Schaffnerpfiff hat mir nicht so gut gefallen, das Lüftungsgeräusch hat mir nicht so gut gefallen. Das Türzuschlagen, ja gut, okay, nicht. Ich lasse das nochmal bei der Bravalok eben kurz testweise anklingen. War jetzt auch nicht so deutlich unterschiedlich. Trotzdem würde ich schon sagen, also was diese kleinen Soundgimmicks neben dem Fahrgeräusch ausmacht, da gefällt mir der Döder & Haas Decoder definitiv besser. Auch wenn es nur quasi bei diesen zwei Punkten oder diese zwei Punkte, die ich gerade benannt habe, da den Ausschlag geben. Jetzt schicken wir gleich die die V100 von Rocco auf die Teststrecke und dann schauen wir mal, was sie da für einen Eindruck hinterlässt. Die V100 ist jetzt in Position. Ich starte den Fahrsound. Und auf geht's. Es war jetzt gerade auch das Kurvenquietschen zu hören oder war es überhaupt zu hören. Das überlasse ich wieder euch. Mich hat es auch nicht überzeugt. Ja, hier ist noch einiges an der Construction. Da kommt sie angefahren. Gleich müsste sie hier unten rauskommen. Jetzt kommt sie aus dem Tunnelportal raus. Ja, was ist das denn? Also das ist ja echt nicht zu glauben. Gestern hat sie es auch gemacht. Ihr seht es jetzt hier. Und ich habe es dann letztendlich hinbekommen, dass sie da runterfährt. Jetzt hakt sie da wieder. Auch wenn hier die Doppelkreuzweiche nicht so gut verbaut ist, all meine anderen Züge kommen da locker rüber. Die V100 von Brava kommt da auch locker rüber. Ja, es ist hier so leicht zu sehen, ich erzähle es gleich.
dritte Lok jetzt hier mit etwas mehr Karacho. Die Steigung gewählt hier nicht, weil ich es sonst nicht schaffen würde, aber das Problem liegt hier an der verbauten Doppelkreuzweiche. Aber lassen wir erstmal die Runde drehen. Da geht es in die Akkorde rein. Dann kann ich das ein bisschen wenigstens sehen, das war anders geplant, aber das ging jetzt leider nicht anders. Ich spiele mal ein bisschen mehr ran. Dann verschwindet sie. Da steht nun das Stück die V100 von Roku. Ob ich hier den Daumen hoch oder runter lassen soll, weiß ich nicht so ganz genau. Insgesamt hat mich der Leolab Digital Decoder durchaus eher enttäuscht. Also für das Geld bekommt man definitiv einen guten Fahrsound. Im Bereich einiger Soundslots muss man schon ein paar Abstriche machen im Vergleich. Ja, und das ist der hohe Vergleich, das hohe Maß des Döhler und Haas Decoders, der bei der Brava V100 verbaut war. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Hier steht jetzt die Roku V100 im Vordergrund. Was hat mich da besonders enttäuscht? Der Lüftersound, das Bremsenquietschen, der Schaffnerpfiff, da kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber er klingt realita etwas blasser, als er mit dem Mikro aufgenommen. Und ihr habt hier auch das Grillensurren gehört und hört es jetzt vielleicht auch gerade wieder. Das ist mit bloßem Ohr nicht zu hören, das ist die Kamera, das Mikrofon der Kamera, die dieses Grillenzirpen aus den Gleisen rausholt. Ja, und auf ähnliche Weise unterstreicht sie dann auch nochmal die Sounddynamik der Lok, und deswegen kam hier gerade auch der Schaffnerpfiff noch mal besser rüber, als er in der Realität klingt. So, das sind weitere Gründe zu sagen, oder die Hauptgründe, warum ich sagen würde, ja, er überzeugt mich nicht so ganz, der Leolab Decoder. Das Fahrverhalten der Lok würde ich mit dem Blick auf die DKW, die ihr im Film gesehen habt, ist die Lok nicht gut tariert. Das hintere Teil ragt wohl leicht hinauf, wenn die Lok darüber fährt, und dadurch haben die beiden hinteren Achsen oder die hinteren vier Räder nicht genügend Grip und die Lok hat keinen Schub. Und ja, das soll es sein. Dabei will ich es belassen. Wir lassen jetzt gleich die Lok zum Abschied nochmal aus der Kurve rausfahren und dann wird sie auch da über die DKW rüberfahren und da kommt sie gut rüber. Das zeigt, ja, sie kann es. Ja, sie kann es. Die ist hier insgesamt etwas besser austariert, die DKW, aber da hinten, das ist eine minimale Steigung, die sie da irgendwie bewältigt und ja, eher ein leichtes Gefälle. Also das ist wirklich lächerlich. Da kommen alle anderen, meine ganzen anderen Loks, alle problemlos rüber, kamen da auch vorher problemlos rüber, bevor ich da jetzt noch ein paar Änderungen gemacht habe. Also mich persönlich überzeugt die Lok nicht. Ich hoffe, ihr macht auf euren Anlagen damit eine gute Erfahrung und kommt mit den Kleinigkeiten, ne, dann sind es auch nur Kleinigkeiten beim Sound, zurecht, dass man die vielen Teile anstecken muss. Da habe ich anfangs was zu gesagt, da würde ich das zum Schluss nicht nochmal wiederholen wollen, da hat sich nichts dran geändert. Geben wir der Lok nochmal eine letzte Fahrtgelegenheit und ich verabschiede mich damit.